So kennt er diese ganzen Deutschrapper und hat angefangen zu reacten wie alle YouTuber, die keine irgendwie. Was denn, Dr. Kurde? Computerspielchen spielen. Ja? Und am Ende des Tages. Du dunkler Schwein, wo ist der Dr. Kurde? Du hast ihn hier reingebracht, Junge, wo ist er jetzt? Warum machst du so wenig mit dem auf einmal, hä? Junge, du. Ich weiß gar nicht, wie dunkel du bist, Junge. Wo Dr. Kohle maximalst von Arafat oder in diesem Eklat, also in diesem Austausch, in diesem Streit sozusagen oder diesem Gespräch, diesem Stream, hat Arafat sich weggeduckt vor Dr. Kohle, nicht mit ihm gesprochen. Und ihn eher links liegen lassen, also eigentlich gezeigt, dass er Angst hat vor ihm, so kam das, also, oder ihm das unangenehm ist, also er nicht darauf eingehen möchte, und hat aber dementsprechend, anstatt dass er das Problem beim Namen nennt und sich mit Dr. Kohl unterhält, hat er Sufjan gedroht. Ein paar Tage, also nach diesem Stream, ist Sufjan erstmal eine Woche, zwei, drei offline gegangen, bis jetzt sozusagen. Und jetzt gab es einen Stream, der mir zugeschickt wurde. Ich habe ihn nicht ganz gesehen, ich habe reingeschaut. Ich werde vielleicht mir nochmal anschauen. Aber da behauptet Yahya seien auf jeden Fall extreme Lügen, die so nicht stimmen. Yahya ist aus so meiner Meinung nach ein sehr durchtriebener, bösartiger, auch nicht gerade sehr, also nicht wirklich intelligenter, noch belesen, noch gebildeter Mensch, der sich selber als Clan-Mitglied nennt, sieht, ausspricht. Den ich hier auf TikTok kennengelernt habe, um das alles ein bisschen kürzer zu machen, der irgendwann in meine Streams kam und mich dumm angemacht hat. Er ist auch ein Fan, so wie Sufjan, von damals Bushido, jetzt Arafat. Viele dieser Fans, diese zwei Charakter aus der Deutschrap-Szene haben, sind eigentlich nach wie vor Bushido-Fans, haben aber Angst vor Arafat. die Legacy, die diese zwei Charakter hingelegt haben. Dementsprechend haben sich alle Leute, die vorher Bushido-Fans waren, oder viele von denen, haben Bushido erstmal den Rücken zugekehrt und dafür Arafats Seite übernommen. Und somit auch die Denke und die Ansichten von Arafat und Co. Dementsprechend ist das Thema immer für die auch so, wenn ja, du mal deine Musik hört. Sie gern hätten, dass ich auf Arafats Seite bin. So wie du dich benimmst, du. Weil du nach so oben denkst, dass du sie bist Müll, Alter, ohne Witz, Alter. Und deine Aufrufe an, Alter. Und somit ja, lächerlich. Auch ihre. Laberst du mal. Keiner kann dafür, dass du deinen Kopf in den Elefantenpo reingesteckt hast, Alter. Ich sage mal lose Narzissmus oder narzisstische Ader, die er auslebt, in der er sich selbst darstellt als schon fast Heiliger für Kinder, auf die er abgezielt hat, in den Jahren, in denen er mit seinem Ex-Partner hat irgendwie zusammen Musik gemacht hat. Schlussendlich sind in diesem Gespräch zwischen Sufjan und also einem YouTuber, einem Fan, YouTuber und einem Fan, nicht Clan-Mitglied, sondern eher
Verstoßenen von mit deinem Familiennamen, der sich aber selber gerne anscheinend gerne Clan als Clanzugehöriger sieht, der auf den ich aufmerksam geworden bin durch seine große Klappe hier auf TikTok vor 12 Monaten anscheinend damals noch Connections zu Leuten wie Manuelsen aufgrund von Gelsenkirchen halt, ne, Essen-Ecke, da wo dieser Yachir woher kommt. Er wohnt jetzt anscheinend in der Türkei, weil er abgeschoben wurde, irgendwie sowas. Was der Hintergrund ist, weiß ich nicht. Aber er macht halt aus dem Ausland auf heftig und versucht hier über TikTok dann irgendwo, ja, sein Gesicht irgendwie so zu zeigen und mitzusprechen, wie alle anderen. Er ist ein Fan von Bushido und aus dem Grund halt noch ein noch größerer Fan, ein sozusagen selbsternannter Wissender, der halt das nachquatscht, was Arafat sagt, nämlich, dass Bushido nichts zu sagen hatte. Und, oder was alle sagen rund um Arafat. Na, alle, die mit Arafat zu tun haben, ob das YouTuber sind, Fans, reden alle dasselbe, was Arafat sagt. Also für die ist Arafat, Arafats Wort das Gesetz. Und auch auf eine gewisse Weise, Art und Weise Religion. Das macht es Religion und Glauben, und das macht die ganze Situation noch kranker. Auf jeden Fall hat dieser Yahya jetzt behauptet, dass ich ein Islamhasser wäre und Aussagen getroffen hätte wie, Zitat Yahya El-Sein, ich hätte dazu aufgerufen, Muslime zu jagen, oder tatsächlich wortwörtlich hätte gesagt, Zitat Yahya El-Sein, ich hätte dazu aufgerufen, Muslime zu verbrennen. Davon distanziere ich mich in vollster Weise. Und er hat mich auch hingestellt als Kranken. Und Kranken aufgrund dessen, also als Feindbild, welches. Und diese Plattform wurde wissentlich von Sufjan gegeben. Dementsprechend ist mir ganz klar, was da jetzt los ist. Also ich distanziere mich von solchen Aussagen, die ich nie getroffen habe. Yahya hätte darüber nachdenken sollen, dass er, bevor er irgendwelchen YouTubern, die politisch bzw. komplett Verweigerer sind, politisch, das bedeutet alles, aber anti-alles auf jeden Fall auch, aber auf jeden Fall rassistisch und menschenfeindlichen Content machen, die durch sehr früh schon erkannt haben, wie sie durch Zerschneiden von Interviews von Leuten in der Öffentlichkeit Memes kreieren, die dem heutigen Deepfakes ähneln, in denen YouTuber, die keine sind, Geschmacksmacher, die keine sind, sondern Fans, fehlgeleitete, auch aus was für auch was auch immer für Hintergründen, da kommen wir gleich zu, Videos über Leute wie mich, Stars und Leute in der Öffentlichkeit machen, um sie zu abzugraben, zu diskreditieren und politisch einzuwirken, beziehungsweise sie Leute wie mich arbeitslos zu machen, beziehungsweise mich an den Pranger zu stellen und mich lächerlich zu machen. Das ist Teil natürlich der Öffentlichkeit, damit komme ich komplett klar. Es ist nur so, dass wenn jetzt an Yahya El-Sein so ein zerschnittenes Video von einem Nicht-YouTuber, den ihr vielleicht von ihm schon mal gehört habt, dessen Ende ich auf YouTube gebracht habe, Stupido, zitiert in einem Video, wo Stupido mich zusammenschneidet, wie er gerade will, und damit sehr, sehr viele Straftaten begeht.
nicht, aber insofern gefährlich, dass ein YouTuber wie Sufjan, der zwar kein großer YouTuber ist, aber mindestens mal ein YouTuber von dem Netzwerk von Arafat, also die kleinen Arafats, man muss ganz klar davon sprechen, dass das jetzt die kleinen Arafats sind, die den Platz der kleinen Bushidos übernommen haben. Die natürlich in der Masse in dieser, ich sage mal vorsichtig, oder beziehungsweise in Gänsezähnen, zwei bis drei, aber mehr Klassengesellschaft, dann doch auf den Arbeitsraum, auf meinen Arbeitsraum, die Kunst und die Musik durchaus negativ einwirken. Das heißt, ich weise auf das Problem hin für alle die Deutschen mit, die deutsch sind, aber von auch nur einer gewissen Facette von Deutschland nicht als voll deutsch angesehen werden und dementsprechend auch am wirtschaftlichen und am Markt jetzt Probleme haben, weil die letzten 20 Jahre, in denen, oder bei mir jetzt in meinem Fall die letzten 30 Jahre, wir Deutschland beigebracht haben, oder ich Deutschland beigebracht habe, wie man singt, wie man verkörpert, Musik, Kunst, Black Music, den Ursprung aller Musik, sage ich jetzt mal so lose. Natürlich geht es hier nicht um, geht es für mich nicht um Schwarz und Weiß, sondern es geht um, für mich um historische Belege, geschichtliche Fakten, über die es kein Streiten gibt, sondern über die sich Künstler, die weiterhin mit der Kunst ihr Lebensunterhalt und Unterhalt verdienen möchten oder mindestens mal verdienen möchten, Punkt, die mit dieser Realität des Leides oder mit der Realität dieser geschichtlichen und mit dieser geschichtlichen Realität sich dieser geschichtlichen Realität bewusst sein müssen, um in diesem Wirrwarr überhaupt noch stattzufinden. Also mir kann es egal sein. Für mich ist es eine persönliche Sache, weil Yahya El sein Lügen über mich erzählt und ein Deutschrap-Fan oder ein Arafat-Fan, sag ich mal, ein kleiner Arafat, der aber erwachsen ist, aber sich wie ein Kind verhält und Kriminelle verherrlicht und meint, er wäre ein krimineller Drogenboss oder Baron, das interessiert mich auch nicht, oder ein krasser Gangster oder sowas, sich dann irgendwie einlullt durch Engelszungen in Gänsezähnen bei einem YouTuber, der genauso ein Fan ist von Arafat, und tatsächlich aber das zu einem Stream machen, bei dem dann, ich weiß nicht, wie viele Leute zugeschaut haben, ich habe die Zahl jetzt nicht gesehen, ich habe es nicht vor Augen, ich könnte noch mal reinschauen, aber mindestens mal 500 bis, ich weiß es nicht, also ich habe es nicht gesehen, aber so bei Sufjan können wir mal gucken, was da seine Reichweite ist, so grob. Also Sufjan ist einfach auch nur ein Fan, ne? Aber er wird halt, er gehört zu diesen er gehört zu diesem Netzwerk, welches politisch einwirkt für das Sprachrohr Label und Verlage des Deutschraps. Das heißt, die haben da Leute an der Hand wie Sufjan oder andere Leute, Memo Rap Check,
die mit den Labels zusammenarbeiten, die mit gewissen Rockergruppierungen und sogenannten Clans zusammenarbeiten, die da ihre Machenschaften machen und alles. Und also auf der einen Seite machen sie Geschäfte mit Hip-Hop-Musik, also Black Music, schwarzer Musik, vom Ursprung her, geschichtlicher, machen aber damit menschenfeindliche Musik, drogenverherrlichende Musik, und leben das tatsächlich aus unter dem Deckmantel von einem religiösen oder Glaubenssatz oder unter dem Deckmantel von Musik, also ganz Glauben, ganz unwahre, also ein maximales Oxymoron eigentlich, ne? Also da passt hinten und vorne alles nicht zusammen. Es ist auch ein bisschen schwer, das zu erklären, weil bei meinem Wissensstand, bei dem, was ich weiß, möchte ich mich immer wieder auch filtern, so dass ich nicht zu viel weggebe, aber euch immer noch ein paar Informationen gebe. Also, um es leicht zu sagen, Yahya El-Zain, du begehst nicht nur Hochverrat an dem, was du glaubst und was du meinst, was du religiös bist, in dem, was du tust und da ausgesprochen hast. Ich empfinde dich nicht intelligent genug, als dass du das verstehst. Und Sophia, du bist intelligent genug, dieser ganzen Sache das nicht auszuschlachten für Klicks, bist es aber leider nicht und tust das und hast jetzt Farbe bekannt tatsächlich. Hast du schon vorher bekannt, also war mir schon bewusst, dass du nicht nur käuflich bist, aber auch Angst hast, das ist natürlich auch alles verständlich. Haben wir alle, aber du lässt dich von dir anscheinend leiten. Und bei Yahya ist es einfach so, er möchte Leuten gefallen, er möchte im Thema sein, er möchte am liebsten bei Arafat oder bei Yassas Hund in seiner Hütte wohnen, anscheinend, Zitat Jürgen Klopp. Und ihm ist jedes Mittel recht, da irgendwie ins Gespräch zu kommen und mit seinen Idolen genannt zu werden oder in den Austausch zu gehen oder mit ihnen zu sprechen. Und ja, ist eine sehr dynamische Situation im Deutschrap. Man sieht das jetzt halt so und es wird halt immer mehr Leuten klar, auch federführend oder federführend durch meine Arbeit, dass also die Sachen halt so nicht stimmen können. Also ich stehe in der Öffentlichkeit, das wird sich nicht verändern und ich bin ein, also für Ausländer in Deutschland, ob man das will oder nicht, bin ich die Schlüsselfigur und durchaus der wichtigste Künstler Deutschlands, den es in den letzten 30 Jahren Black Music seit dem Beginn der Zeit Black Music hier gibt. Das werde ich nicht rechtfertigen, das ist so, das sieht man auf YouTube. Und es gehört auch dazu. Schlussendlich möchte ich mich aber, um den Kreis noch etwas enger zu schließen oder noch genauer zu schließen, mich davon distanzieren, dass von irgendeinem Hass und auf eine Religion oder eine Menschengruppe in keinster Form, im Gegenteil, ich liebe Menschen und stehe für Menschlichkeit. Was ich aber nicht mache, ist mich nicht wehren. Also ich wehre mich seit 8 Jahren gegen das, was euch alle hier ereilt, was ihr alle hier erlebt. Ihr erlebt alle, für die, die streamen hier, ihr erlebt das, was ich schon meine Karriere lang, jetzt bald 30 Jahre erlebe. Also für mich ist es normal. Es ist aber nicht normal für euch, weil ihr werdet andere Probleme haben, die ich nie haben werde. Das heißt, ihr werdet die Bodenarbeit und die Routine sammeln müssen, die ich schon längst habe. Ich habe 30 Jahre davon. Mir kann es egal sein. Mir geht es ums Prinzip.
Ich lasse mich nicht, ich lasse mir nicht nur den Lebensraum stehlen und mich ausdrücken, diskreditieren, mir Mord drohen, mich gangstalken, alles das, was es so mittlerweile gibt, ohne dass ich dazu eine Haltung habe, das verachte, maximal von mir weise, von mir abweise und mich tatsächlich zu Wehr setze dagegen, mit bisher noch nicht allen Mitteln, aber durchaus. Das heißt, wenn, und vielleicht springe ich nochmal kurz, für mich, um das klarzustellen, also ich hasse niemanden, im Gegenteil, ich liebe und liebe hart. Okay, das ist ein Unterschied.